Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zum Jonglieren lernen mit drei Bällen. Fangen wir direkt an. Erster Schritt ist mit dem einen Ball. Diesen einen Ball werft ihr einfach nur von links nach rechts und von rechts nach links. Genau so. Guckt einfach, dass ihr nicht zu weit nach links, zu weit nach rechts werft, dass ihr nicht zu hoch werft. Und dass ihr nicht zu weit nach vorne werft, sondern gerade am Körper vorbei. Und das war es eigentlich schon. Gefühl kriegen für den Ball, fürs Werfen. Das ein paar Minuten machen und dann gehen wir direkt rüber in den zweiten Schritt. Der zweite Ball. Den Ball werft ihr so, dass ihr direkt hinter dem ersten werft, wenn der am höchsten Punkt ist und wieder runterfällt. Ihr werft ihn hoch, er fällt runter und dann werft ihr den zweiten unter durch vorbei. Und das sieht ungefähr so aus. Auch da wieder darauf achten, so gerade wie möglich zu werfen in alle Richtungen. Werft nicht zu hoch, sondern so auf Kopfhöhe, Augenhöhe und guckt den Ball nicht hinterher, ja, sondern fixiert euch und guckt ein bisschen, dass ihr nur die Spitze der Bälle immer seht. So, wenn ihr das ein paar Minuten gemacht habt und euch da auch sicher fühlt, dann könnt ihr direkt zum dritten Ball übergehen. Der dritte Schritt. Den werft ihr genauso wie die anderen beiden Bälle auch, dann wenn der zweite Ball am höchsten Punkt ist und runterfällt. Lasst die Bälle erstmal auf den Boden fallen, das Fangen kommt danach. Und das machen wir jetzt mal. Wie ihr hört, gibt es ein schön gleichmäßiges Aufschlagen der Bälle. Das heißt auch, ihr habt gleichmäßig abgeworfen. Noch einmal. Und noch einmal. Und jetzt fangt ihr die einfach ganz locker fangen und fertig. Das gleiche Geräusch, nur in der Hand. Dann lasst ihr die Pausen immer kürzer werden. Bis ihr irgendwann keine Pause mehr macht. Am Anfang werden euch die Bälle oft runterfallen, aber das ist kein Problem. Lasst euch davon nicht entmutigen. Das ist ganz normal und gehört zum Lernen dazu. Denn Jonglieren schult auch die Reaktion und nicht jeder bringt gleich die Reaktion mit. Ja, alles gut. Zack, und dann jongliert ihr. Ich sag mal eine halbe Stunde, Stunde, dann sollte das eigentlich klappen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen, viel Spaß beim Jonglieren und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.